Es gibt Meditationen im Liegen, im Sitzen etc. Also alles dient natürlich da, unsere Seele und unserem Geist. Durch Meditation wird man nicht nur ausgewogener, sondern man kann auch gut fokussieren. Das heißt, man kann auch gut den Tag planen. Dann machen wir jetzt nicht 20 Dinge gleichzeitig, sondern eins nach dem anderen und alles wird auch erledigt. Ohne Stress. Eine leichteste Meditation, wenn man mit Visualisierungen arbeiten möchte, ist die sogenannte Engelmeditation. Also das ist das, was ich als Erste mache. Ich stelle mir vor, ich stehe irgendwo in der Natur, zum Beispiel auf einer Wiese, und vor mir ganz weit ist ein Licht. Und ich renne auf das Licht einfach zu. Und je näher ich in das Licht rankomme, erscheint ein Engel. Der steht so mit geschweißten Händen sozusagen und da falle ich einfach mal zu ihm. Der ahmt mich um. Und da sagt man nichts, da fühlt man nur. Dann irgendwann lässt er wieder los, man bedankt sich und geht wieder zurück. Dann ist der Tag gerettet. Also das ist wie eine kleine Energiespritze, die man immer wieder bekommen kann. Also man kann auch durch Basteleien und verschiedene Sachen auch Geist runterfahren. Vor allem, wenn man Stress hat. Ihr kennt ja alle auch ganz normale Traumfänger von Schamanen. Also ich meine jetzt nicht die Made in China sind, also die bringen sowieso nicht viel, maschinell ist maschinell, sondern man kann auch selbst solche Dinge herstellen. Bei Traumfänger geht es nicht um Traumfänger im Grunde genommen, sondern es geht um Energiewerkzeug für die Aura, wenn man Stress hat. Eigentlich ist es Stressfänger. Also die Herstellung ist ganz einfach, das machen wir sogar im Schamanenseminar hier zusammen. Man braucht einfach mal ein Draht, was rund ist, und dann wickelt man das Draht einfach mal mehrmals rum, damit man auch ganze Fäden danach auch fixieren kann, dass sie nicht wegrutschen. Und bei normalen schamanischen Fängern sind drei Teile, die verknüpft werden. Also sprich, einmal ist es die Vergangenheit, Gegenwart und die Zukunft. Es werden drei verschiedene Richtungen gelegt mit den Fäden, und zwar, erster Faden geht immer von oben nach unten, mehrere. So, das ist die Vergangenheit. Und währenddessen, wo der Schamane das herstellt, denkt er immer an die Person, für die dieser Fänger gemacht wird. Man kann es auch für sich machen, natürlich. Dann kommen die Querbalken. Das ist die Gegenwart. Und dann müssen aber Vergangenheit und Gegenwart verknüpft werden mit der Zukunft. Das heißt diagonal. Mehrmals hin und her. Und da hat man quasi so eine Struktur, ob Kreuze in Quadraten drin sind. Und mit diesem Fänger arbeitet man im Grunde genommen mit eigener Aura. Das ist wie Meditation. Also wenn man jetzt einen schlechten Tag hatte, man fächelt einfach mal hin und her damit und lässt es dann hängen. Das muss wieder mal gereinigt werden. Also das wird nur noch für eine Person gemacht. Traumfänger habe ich auch ein bisschen beschrieben, wie ihr das machen könnt, aber es hat mit Fokussierung zu tun. Man fokussiert im Grunde genommen sich in die Gegenwart hinein. Ob man bastelt oder nur noch meditiert, jeder muss für sich selber herausfinden, was passt. Also nicht jeder muss quasi singen oder tanzen oder malen. Es gibt ja tausende Dinge, die wir in der Seele haben. Man muss sich immer wieder ab und zu fragen, nur noch, was will meine Seele überhaupt? Was würde mir jetzt Spaß machen? Ich habe zum Beispiel Phasen, wo ich nur blau male oder grün oder rot. Aber ich habe Phasen, wo ich gar nicht malen möchte, sondern gehe lieber kochen. Denn Kochen ist auch eine spirituelle Angelegenheit. Also da kann man auch als Haus toben und das fährt total runter die Seele, so quasi, dass man auch wieder mal in Ruhe kommt. Vor allem bei Stress. Ich kenne allerdings Leute, die sagen, kochen, Gottes Willen, gehe lieber in den Garten und mache meinen Garten. Also man muss eben das machen, versuchen, was man möchte. Oder kochen im Garten. Genau, man kann grillen. Genau. Es gibt auch natürlich Momente, wo die Seele darunter leidet, jetzt nicht, was in der Seele selber entsteht, sondern von außen. Also sprich zum Beispiel durch Menschen, die mir auf den Nerv gehen. Aber auf den Nerv gehen und gehen lassen, auf den Nerv ist dasselbe. Ausnutzen und ausnutzen lassen gehört zusammen. Und zwar, es gibt natürlich auch Menschen, die auch beneiden. Ich sage immer so, es geht immer um die Einstellung. Beneiden von anderen ist eigentlich gar nicht so schlecht. Was ist überhaupt Neid? Zeichen des Anerkennens. Hätte ich etwas nicht geschafft, hätte ich nicht bemerkt worden, wahrscheinlich von anderen Menschen. Da würde ich ignoriert. Also das muss man immer mit Spaß und eigentlich mit Humor nehmen. Etwas hat man, was der andere nicht hat. Aber wir sind alle verschieden und jeder ist besonders, also ein besonderes Wesen, und deswegen
sollte man eben bei sich bleiben selber. Größte Problem von Menschheit allgemein, auch von uns, ist, wir wollen immer Anerkennung haben von außen. Uns ist es immer wichtig, was die anderen sagen oder denken darüber, was wir tun. Aber zum Deutsch gesagt, Entschuldigung die Ausdrucksweise, eigentlich ist es scheißegal. Wir kommen alleine, wir gehen alleine. Alles andere ist eine Beilage. Und wenn man gelernt hat, dass es Beilage ist, nicht der Mittelpunkt, lebt man leichter. Meine Oma hat auch so einen Spruch mal rausgelassen. Kind, du bist erstmal frei, wenn dir scheißegal wird, was andere denken oder sagen über dich. Das ist die Freiheit. Es hat was in sich. Es ist Freiheit. Also die Seele, die ist im Grunde genommen locker, wenn sie frei ist. Aber was ist Freiheit für euch?